willkommen zu einer neuen Mod-Verstellung. Ich zeige euch hier ein neues Emblem-Mod. So, Interieur-Emblem-Mod. Pass mal auf, und da gibt es auch mit Farben bunt. Das leuchtet dann ganz schick. Ich zeige euch das mal, das ist hier oben beim MAN. Hier bei der beim Bettchen oben, da habt ihr diesen Punkt, ne? Und dann, wenn ihr da runter scrollt, habt ihr dann hier, geht es eigentlich schon los, diese Interieur-Emblems. Also das könnt ihr auch so lassen, wie ihr wollt. Ihr könnt hier natürlich auch sagen, okay, ich will das so lassen, dass der Löwe da ist. Dann mache ich mir hier einfach Interieurlicht rein. Das geht ganz genauso. Verschiedene Farben seht ihr hier. Und wenn ihr sagt, nö, ich bin voll der Fan von Utrecht oder von was auch immer, dann könnt ihr das natürlich hier hinmachen. Ne? Gibt es ganz viele verschiedene Logos hier. Ist eigentlich egal, was. Das zieht sich hier voll durch. Guck mal, was das für eine Palette ist. Also wirklich von A bis Z, alles mit am Start. Sämtliche Fußball-Sachen hier. Von Werder Bremen bis Freistadt Sachsen hier. Bis. Vögel-Spedition kennt man, ne? Volvo. Also da kommen immer wieder neue Sachen mit hinzu, die ihr dann hier auch natürlich nutzen könnt. Vor allen Dingen sehr viel Fußball und so ein Zeug, ne? Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht für den einen oder anderen Fußballer unter euch zu Hause. Dann könnt ihr das hier dementsprechend machen. Ist aus dem Steam Workshop. Wenn das jetzt natürlich eine freie Datei wäre, könnte man sich das natürlich selber zurecht skinnen. Es gibt Möglichkeiten, sich das aus dem Steam Workshop zu ziehen und dann dementsprechend so zu packen, dass man das auf dem Desktop hat. Geht auch. Will ich aber nicht zu stark darauf eingehen, aus diversen Gründen. Ne? Aber es wäre möglich, dann könnte man sich das hier selber umskinnen. Dann könnte man sich, weiß ich nicht, ein Bild von seiner Frau mit Licht dran machen. Und dann habt ihr eine schöne Beleuchtung, ne? Also das könntet ihr theoretisch machen, aber wie schon gesagt, hier ist ganz viel mit dabei. Also vor allen Dingen sehr viel Fußball und so Zeug, ne? Auch hier ein bisschen, aber ist auch ein bisschen LKW auch mit dabei. Hier ist Scania und so, gut, macht jetzt hier natürlich beim MAN wenig Sinn. Haben wir was für ein MAN? Ich guck mal bei Michelin, Miami, ne, guck mal hier, nur Mercedes haben wir. Für MAN haben wir nichts, kann da gar nicht sein, so eine Frechheit. Doch, hier ist was von MAN. Ah, hier, guck hier, MAN Truck. Kann man das hier nehmen, oder das hier, weiß er, ist ja Bockwurst, ne? Und dann könnt ihr euch das hier so leuchtend rot machen, ne? Ich zeige euch das mal, wie das aussieht. Gehen wir mal rein. Machen wir es mal hier dunkel. So. Plupp. Und da könnt ihr schon mal sehen, wie ihr stark erkennen könnt, leuchtet das dann ja auch so ein bisschen aus, ne? So sieht man natürlich hier, auch von außen. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Sieht eigentlich ganz schick aus. So. Und sobald ihr das Licht, oder eigentlich sobald ihr das Standlicht anmacht, habt ihr auch dann im Innenraum auch dieses Interieurlicht, in dem Fall rot, so wie wir das ausgewählt haben. Wenn er sagt, nee, ich will das lieber gelb haben, dann macht es gelb, dann habt ihr hier natürlich gelbes Interieurlicht. Was mir gut gefällt, ist natürlich, es leuchtet nicht zu stark aus, aber kleiner Fehler ist da, guck mal hier oben, da ist der doofe Leuchtpunkt. Das sollte meiner Meinung nach mal gefixt werden. Klar, wenn du im Interieur unterwegs bist, dann siehst du das nicht, ne? Muss man auch sagen. Aber wenn man ja jemand ist, der gerne draußen fährt oder so, dann siehst du diesen doofen roten Punkt. Ist natürlich auch nicht das Gelbe von meinen, ne? Logisch. Aber nur, dass ihr es mal gesehen habt. Auch ganz wichtig vielleicht. Gehen wir nochmal zurück. Dann haben wir hier praktisch MAN. Was haben wir noch alles mit dabei? Also wirklich ganz viel Fußball. Wirklich ganz, ganz viel. Da müsst ihr euch dann auf irgendwas entscheiden, was ihr hier dann wollt oder was ihr hier nutzen wollt. Irgendwelche Speditionen haben wir, glaube ich, auch schon gesehen. Also die eine andere Spiele ist auch mit dabei. Verschiedene Flaggen und so Zeug. Aber wie gesagt, und noch ganz viele andere Sachen. Was haben wir hier? Dienstleistung, eine Denkerspedition, DAF, Cummings, Dortmund. Oder. Also da seid ihr, wie schon gesagt, komplett frei und könnt ihr dann dementsprechend nutzen, was ihr wollt. Auf alle Fälle eine coole Sache. Finde ich gar nicht so schlecht. Ich hätte mir natürlich ein bisschen mehr hier mit LKWs gewünscht. Es gibt ja diverse Sachen, die man sich so reinkleben kann. Hier, wo ist das MAN-Logo hin? Jetzt ist es weg, ne? Da ist es nochmal hier. Das finde ich gar nicht so schlecht. Wie schon gesagt, hier könnt ihr auch dann Light nehmen, bestellen, gelb nehmen, so, gucken wir nochmal ganz kurz rein. Da ist MAN-Logo wieder und hier, in dem Fall dann gelb. Leuchtet dann hier oben aus, ne, hier ist dann so gelb. Also wie gesagt, das müsst ihr selber entscheiden, aber der Mod ist gut, auch für den Steam Workshop, meine Damen und Herren, könnt ihr nutzen. Jetzt auch hier für den neuen MAN, leider halt noch nicht ganz optimal hier mit diesem gelben Punkt vorne, das sieht natürlich nicht so schick aus, muss man auch so sagen. Wenn ich jetzt mein Licht einschalten würde, ja, diese gelben Scheinwerfer oben drauf. Vielleicht fällt es dann nicht ganz auf, nee, nicht zwingend. Aber wie gesagt, wenn ihr im Interieur unterwegs seid, ist es ja sowieso Bockwurst, ne, wie ihr das macht. Ne? Das ist ja dann egal. Oder wenn der LKW jetzt, warte mal, eine rote Lackierung hat, ja, dann sieht man es trotzdem. Ne? Ja, egal. Aber ihr wisst, das funkt auch in Weiß. Guck mal hier in Weiß. Ich nehme es mal in Weiß, weil der LKW ist ja weiß. Vielleicht fällt es dann nicht so auf. Kann man mal testen. So, pass auf.
Ah, fällt es nicht ganz. Ja, okay. Fällt immer auf. Es fällt immer auf. Aber sieht dann dezent aus, oder hier? Gut, oder? Aber ich finde es gut, dass auch dieses M-Ending hier, doch diese Leuchtepunkte, die man auch von außen sieht. Das finde ich eigentlich ganz schön. Gut, dann wisst ihr Bescheid. Wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr das gerne machen. Einfach kommentieren hier unter dem Video oder im Steam Workshop. Link dazu alles in der Beschreibung. Lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich euch wie immer schönen Tag, macht's gut, bis bald und tschüss.